wieder aktiviert. Wir würden gerne einen der Spieler zu uns bitten, und zwar Torben Deters. Ist der anwesend? Ja. Gerne hier einmal zu mir in die Mixed Zone. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu der Auszeichnung. Sie sind jetzt gerade, wir haben es eben gehört, zurückgekommen aus Osnabrück. Da stand gestern ein ganz besonderes Spiel an. Ist das Feeling nochmal was ganz Besonderes, wenn der Gegner VfL Osnabrück heißt? Ja, ich denke schon. Ich meine, das ist ja das Derby schlechthin, sag ich mal, für uns alle. Und wenn man auch sieht, was im Stadion los war, auch wie viele Mappner da waren, die gute Stimmung gemacht haben und so, das macht schon Spaß, ja. Es ist jetzt die erste Saison in der dritten Liga, aktuell jetzt Platz 9 in der Tabelle. Das kann sich durchaus sehen lassen. Ist das Team denn auch selbst mit diesem Platz bisher zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, so wie die Saison im Moment verläuft, haben wir uns das im Vorfeld vielleicht nicht vorgestellt. Deswegen sind wir auch sehr glücklich über jede Punkte, die wir jetzt auch mitnehmen. Und genau. Und es war halt im Vorfeld war halt unser Ziel Klassenerhalt, und da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und genau. Ich würde Sie gerne hier noch ein bisschen bei mir in der Mix-Zone behalten, denn es steht jetzt die erste Verlosung des Abends an. Das haben Sie vielleicht gerade beim Reinkommen gesehen. Wir haben ein Trikot des SV Meppen. Wer eine Karte ausgefüllt hat, der hat jetzt gleich auch die Chance, das Trikot zu gewinnen. Wir holen das vielleicht einmal zu uns in die Mix-Zone. Vielleicht tun Sie mir den Gefallen und halten das einfach einmal kurz hoch. Jeder, der vorne am Eingangsbereich eine Karte ausgefüllt hat und eingeworfen hat, der hat jetzt auch die Chance, der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin zu sein. Ja, ich würde sagen, möchten Sie die Glücksfee spielen oder mache ich es? Ich kann es auf jeden Fall du sagen. Ja. Wir sagen den Namen noch nicht, denn es ist eine Handynummer notiert. Das haben wir aus dem Grund gemacht, dass wir jetzt die Chance haben, wenn wir alle leise sind und Sie Ihr Handy aktiviert haben, die Lautstärke aktiviert haben, dass wir gleich hören werden, wer gewinnt. Ich gebe die Telefonnummer ein. Jetzt würde ich Sie bitten, kurz Ruhe in den Saal zu bringen. Wir rufen jetzt an und lauschen, wo es klingelt. Hier höre ich. Ich höre es nicht klingeln, aber ich höre hier Rufe. Ich würde Sie gerne jetzt hier bei mir in der Mix-Saison begrüßen. Holen Sie sich gerne Ihren Gewinn ab. Wir können uns auch gerne den Namen nochmal aufrufen. Das ist Lotta Spieß. Ja. So. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst jetzt dieses Trikot mit nach Hause nehmen. Genau, herzlichen Glückwunsch erstmal. Was meinst du denn, wird das Trikot getragen oder bekommt das einen Ehrenplatz irgendwo? Nein, es wird auf jeden Fall getragen.